Sendung Geld. Mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Ihre Schweizer Versicherung. Und Swisscanto bei Zürcher Kantonalbank. Nachhaltig fit investieren mit unseren Nachhaltigkeitsfonds. Willkommen beim Geld, einen guten Abend. Es ist etwas, das die meisten gerne machen. Ferien planen, Reise ausdenken und sich vorstellen, was man während der nächsten Ferien alles Schöne unternehmen könnte. Besonders beliebt sind Reisen in südeuropäische Länder wie Italien, Spanien oder Griechenland. Da locken das warme Klima und das Mittelmeer. Im Trend sind auch Reisen nach Amerika, wo dank dem günstigen Dollar nicht mehr ganz so teuer sind. Wenn es dann ums Buchen geht, wird man auf dem Buchungsportal oder von den Reiseanbietern meistens aufgefordert, auch noch eine Reiseversicherung und eine Annulationspolice abzuschliessen. Allerdings gilt der Versicherungsschutz dann nur gerade für die einzelnen Reisen und ist darum meist recht teuer. Was sollte man im Hinblick auf die nächsten Ferien achten? Darüber diskutieren wir jetzt mit dem Joel Seiger, Verkaufsleiter bei der Helvetia Aarau. Ja klar, Ferien planen ist spannend. Manchmal kommt es dann allerdings trotzdem anders. Was für Leistungen beinhaltet alles so eine Annulationskostenpolice? Ja, wenn vor der Reise durch ein versichertes Ereignis der Reiseantritt verhindert wird, übernimmt die Annulationskostenversicherung die Kosten für einen Flug, das Hotel und weitere Transportmittel. Zum Beispiel, wenn ihr oder eure Reisebegleitung kurz vor der Abreise erkrankt, einen Unfall habt oder den Arbeitsplatz verliert. Aber auch wenn der Zug ausfällt und durch das ein Flug umgebucht werden muss, übernimmt die Annulationskostenversicherung die zusätzlich entstandenen Kosten. Auf so einem Buchungsportal kann man manchmal Varianten wählen ohne Stornierungsmöglichkeit oder eben mit Stornierungsmöglichkeit. Ohne Stornierungsmöglichkeiten ist es natürlich billiger. Zahlt dann die Annulationskostenversicherung auch, wenn man eben die Variante nimmt ohne Stornierungsmöglichkeit? Ja, die Annulationskostenversicherung übernimmt oder zahlt die entstandenen Kosten, wenn die Reise aus einem bereits genannten Grund oder durch ein Elementarereignis in der Reisedestination vorgängig abgesagt werden muss. Annulationspolicen werden auch von den Reiseanbietern verkauft. Was ist der Unterschied zu einer Jahrespolice von der Versicherung? Ja, die Annulationskostenversicherung von einem Reiseanbieter ist meistens nur für eine bestimmte Reise gültig und bietet somit auch einen zeitlich begrenzten Versicherungsschutz. Anders ist das bei einer Jahresversicherung bei der Versicherungsgesellschaft. Die kommen in den Genuss von einem ganz einheitlichen Versicherungsschutz durch das ganze Jahr für alle kleineren und grösseren Reisen, die wir tätigen. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass eine Jahresversicherung nicht nur einen Schutz bietet bei den klassischen Reisen, sondern auch gerade für Konzerttickets oder Saisonabos. Neben der Annulationsversicherung sollte man sich auch für unerwartete Ereignisse während der Reise selber absichern. Wenn man während der Ferien plötzlich krank wird oder verunfallt, braucht man vor Ort im Ausland ärztliche Betreuung oder einen medizinischen Rücktransport in die Schweiz. Das ist nicht nur ein Frust, sondern kann auch teuer kommen. Auch die Kosten für die restlichen Ferien, für das Hotel, den Flug oder Ferienwohnungsmiete überkommt man ohne Versicherung wegen dem kurzfristigen Ferienabbruch der Reiseanbieter nicht zwingend zurückgestattet. Ja, eine Reiseversicherung bietet gerade auch bei medizinischen Problemen Hilfe. Was unterscheidet die Reiseversicherung vom Schutz, den man auch bei der Krankenkasse hat? Ja, die Krankenkasse übernimmt die effektiven Kosten für die ärztliche Behandlung oder die medizinische Behandlung, zum Beispiel in einem Spital. Personenassistenz während der Reise übernimmt die umliegenden Kosten. Zum Beispiel Bergungstransportkosten, die medizinische Rückführung oder auch wenn aufgrund eines versicherten Ereignisses der Aufenthalt verlängert werden muss, die Kosten für die Verpflegung und die Unterkunft. Welche weitere Unterstützung kann man eben von der Reiseversicherung in Anspruch nehmen, wenn man während der Reise halt ein Problem hat? Ja, neben der Annulationskostenversicherung bieten die meisten Reiseversicherungen auch eine Personenassistenzversicherung an. Im Gegensatz zur Annulationskostenversicherung schützt die nicht vor der Reise, sondern während der Reise. Das heisst, wie bereits erwähnt, bei Bergungs- und Transportkosten ins nächste Spital, aber auch beim medizinischen Rücktransport. Wenn ich jetzt eine Reise aufgrund von einem versicherten Ereignis frühzeitig abgebrochen werden muss, übernimmt die Annulations- oder Personenassistenzversicherung auch den Teil für die nicht verbrauchten Ferientage. Einige Reiseversicherungen enthalten zudem einen Motorfahrzeugassistenz. Die ist bei uns unter der Pannenhilfe bekannt. Da kommt sie vor allem für Kosten auf
bei einem Abschleppdienst oder bei einem Ersatzfahrzeug vom Einigen oder auch vom Mietfahrzeug. Entsprechend kann man sagen, dass eine Reiseversicherung 365 Tage im Jahr einen vollumfänglichen Schutz bietet für alle Reisen im In- und Ausland und für alle Risiken vor und während der Reise. Gut, eine Reise, die will man, und generell Ferien will man möglichst unbeschwert geniessen. Wie muss man sich vorbereiten, damit das tatsächlich klingt? Vielleicht auch, wenn man beispielsweise auch noch ein Haustier hat? Ja, wenn man das Haustier in die Ferien mitnimmt, ist vorgängig sicher abzuklären, was braucht es für notwendige Impfungen und wie sind die Reisevorschriften. Zudem empfehle ich auch eine Unfall- und Krankenversicherung für das Haustier. Und schauen Sie doch auch, dass Sie ein tierfreundliches Hotel, eine Unterkunft buchen. Wenn das Haustier daheim ist, dann sicher frühzeitig eine Tierbetreuung, wie zum Beispiel ein Tierhotel organisieren und das Tier auch schon vorgängig mal einmal in Betreuung zu geben, dass dann auch wirklich alles klappt. Ansonsten ist es wichtig, daheim Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, indem man die Nachbarn zum Beispiel über die Anwesenheit informieren, durch Lichtsimulation auch allenfalls die Anwesenheit simulieren. Und zu guter Letzt ist es immer auch sinnvoll, eine Reisecheckliste zu machen, damit man nichts vergisst und die Reise unbeschwert starten kann. Danke vielmals, Joel Seiger. Immobilien sind in den letzten 20 Jahren eine gute Anlage, sowohl für die, die ein eigenes Haus oder Eigentumswohnung haben, als auch die, die in Immobilien investiert haben. Noch immer sind die Liegenschaftenpreise hoch, aber in einigen Regionen sind die Preise bereits ein bisschen zurückgekommen. Was passiert mit den Immobilien und den Immobilienanlagen? Mit den steigenden Zinsen droht über kurz oder lang gar ein Crash? Oder sind Immobilien wegen der hohen Teuerung künftig erst recht eine lohnenswerte Anlage? Wir haben Einschätzungen dazu. Das nächste Mal wieder hier in der Sendung Geld. Einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Sendung Geld mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung und Swisscanto bei Zürcher Kantonalbank. Nachhaltig fit investieren mit unseren Nachhaltigkeitsfonds.